alles gut. Guten Morgen, Linda. Prima, dass du heute Morgen gekommen bist. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, das finde ich toll. Wie besprochen, ich wollte dich mal ein bisschen interviewen zum Thema Dogwalker bei Luisa & Friends. Du bist ja schon eine ganze Weile bei uns dabei im Netzwerk, nicht wahr? Ja, seit 2014 bin ich jetzt dabei. Und wie gefällt dir das so bei Luisa & Friends? Sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl. Vor allem, da man viel Unterstützung bekommt. Man hat immer jemanden da, mit dem man drüber sprechen kann, wenn es Probleme mal gibt mit Besucherhunden. Und ich komme auch sehr gerne hierher. Oh, danke vielmals, danke. Was hat dich damals motiviert, dich bei uns zu bewerben als Dogsitter? Ich habe ja die Luna, die ist jetzt 4 Jahre und wir sind sehr, sehr viel unterwegs und sie hat sich halt immer sehr, sehr gut mit anderen Hunden verstanden. Ja, und dann haben wir gedacht, so zur Sozialisierung und so, dass das eigentlich ganz schön wäre, wenn sie noch mal ein paar Freunde hat, die auch mal bei uns mit übernachten. Ja, und dann habe ich mich beworben. Und wurde auch sofort angenommen. Okay. Wie hast du den Bewerbungsprozess empfunden? Sehr gut, sehr offen, sehr ehrlich. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt. Dass wir dich durch einen Sachkundetest geführt haben, hat dich das gestört oder irritiert? Nein, absolut nicht. Das fand ich sehr professionell. Und da wusste ich auch, dass ich hier richtig bin und dass das alles passt, gell? Ja, Luna hat ja auch den Sachkundetest mit Bravour bestanden. Ja, du hast ja nun schon einige Gasthunde betreuen dürfen. Wie ist es dir bei diesem Vermittlungsvorgang ergangen? Wie findest du das, wie das von der Agentur aus gemacht wird? Das läuft auch immer sehr, sehr gut ab, weil es gibt ja ein Profil, das erstellt wird von jedem Hundehalter. Da steht dann alles drin, wie Leinführung, Allergien, darf nicht aufs Sofa, nicht aufs Bett. Das ist für uns ja auch immer ganz wichtig, weil unsere Hunde dürfen das. Und das ist alles super. Also alles super organisiert. Wenn man Fragen hat, sind die Kunden auch immer sehr freundlich und hilfsbereit. Und also ich habe da nichts einzuwenden. Danke vielmals. Wenn du uns jetzt vergleichen würdest zwischen den anderen Mitbewerbern, zum Beispiel die Internetportale, wie würdest du dann den Vergleich ziehen zwischen Luisa & Friends und diesen Internetportalen? Ja, bei diesen Internetportalen ist es ja meistens so, dass man ja angeschrieben wird direkt von den Hundehaltern und ich glaube, dann wird man direkt irgendwie gefragt, ob dann der Zeitpunkt klappt und ich weiß halt auch nicht, wie das ist mit dem Kennenlernen und so, ob das alles dann gleich angenommen wird von denen, der die Hundebetreuung anbietet. Bei Luisa & Friends ist es halt wirklich so, dass erstmal ein Gassi-Gehen stattfindet, dass man sich unterhalten kann, sich kennenlernen kann und dann immer noch sagen kann, man hat das Gefühl, es passt nicht und man halt noch andere Dogsitter im Rücken hat, sodass man nicht den Leuten absagen muss, sondern dass es wirklich dann eine Hundebetreuung für den Hund auch gibt. Gab es schon mal Situationen, wo du kurzfristig hast etwas absagen müssen und wie ist das dann behandelt worden? Ja, das war jetzt erst. Ich habe noch eine zweite Hündin, die ist jetzt leider läufig geworden und am nächsten Tag wäre ein unkastrierter Rüde zu uns gekommen. Dann habe ich gleich die Sabine angerufen und habe ihr das geschildert. Dann habe ich die Sabine angerufen und habe ihr unser kleines Problem geschildert. Und innerhalb von einer Stunde war das Problem gelöst. Dafür wurde der Hund gewechselt. Ich habe jetzt eine Hündin bekommen und der Rüde ist dann alleine bei dem Dogsitter, wo die Hündin dann gewesen wäre, die jetzt bei uns ist. Okay, das heißt, ist natürlich dann eine beruhigte Situation jetzt bei dir wieder zu Hause. Wunderbar. Ja, Linda, gibt es irgendwelche Dinge, die du vielleicht noch so sagen möchtest zu uns, weil du weißt ja, dass wir unser Netzwerk weiter aufbauen möchten. Ja, also ich würde mich sehr, sehr freuen über noch weitere Dogsitter, vor allem im Umkreis bei uns, also so mein Taunuskreis. Wir wohnen halt in Eschborn und da ist sehr, sehr viel Bedarf an Hundebetreuung und es wäre schön, wenn sich der ein oder andere mal darüber informiert und vielleicht auch mal bei Luisa & Friends vorbeikommt und sich das mal anschaut. Ihr könnt auch gerne mal bei mir den Alltag mit angucken. Und wir freuen uns immer wieder über neue Gesichter. So.
Super. Ganz lieben Dank, Linda. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Danke. Ciao. Tschüss.